Wir von Roberto Sachser Training wünschen Ihnen, dir ein gesundes, erfolgreiches, glückliches, zufriedenes, erfülltes neues Jahr 2022. Die ersten Tage sind ja nun schon rum. Und wie war das bei dir mit dem Jahreswechsel, mit der Weihnachtszeit, mit Weihnachten selber? Der ein oder andere wollte vielleicht auch nicht so feiern wie ursprünglich geplant. Und bei mir waren ein paar Sachen speziell, muss ich sagen. Ich habe gefühlt zumindest in diesem Jahr deutlich mehr Newsletter erhalten, gerade rund um Neujahr und den Jahresanfang. Von den Themen her waren die eigentlich alle so in Richtung: Wie bildest du dir deine Ziele? Wie setzt du dir deine Ziele? Wie machst du Ziele messbar? Was sind die 5 wichtigsten Tricks, um ein erfolgreiches Jahr 2022 zu haben? Wie machst du das neue Jahr zum Besten deines Lebens? Warum gute Vorsätze? Warum keine guten Vorsätze? Und, und. Und ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich viele dieser Newsletter nicht so richtig lesen mochte, sondern vieles eher überflogen habe. Weil klar, die Newsletter habe ich alle abonniert. Wir selbst sind ja auch in dem Business tätig. Wir geben ja auch Tipps, wie man erfolgreicher sein kann, wie man sich Ziele setzen kann und, und. Und ich habe für mich einfach gemerkt, dass viele dieser Newsletter waren für mich ganz klar vorhersehbar. Es war klar, dass wieder mehr oder weniger die gleichen Sachen drinstehen würden, wie all die anderen Jahre auch. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass es die gleiche Situation war, wie all die anderen Jahre. Ich meine, klar, ja, es war auch ein Jahreswechsel, ein neues Jahr hat begonnen, aber irgendwie war es für mich gefühlt anders als sonst. Und ich bin der festen Überzeugung, es ist bei ganz, ganz vielen auch so. Ich meine, ganz ehrlich, es ist doch immer irgendwie anders. Es ist nie wirklich genau vergleichbar. Und unterm Strich kommt es einfach darauf an, was für dich das Passende ist, was für dich das ist, was du dir rauspickst, um in diesem Jahr das zu erreichen oder das Jahr zu dem zu machen, was du gerne möchtest, was du dir vorstellst. Ob das jetzt hehre Ziele sind, ob das gute Vorsätze sind, ob das irgendwie 5 Goals oder 5 No-Goals oder sowas sind, das spielt letztendlich gar nicht so groß die Rolle. Wichtig ist, dass du irgendwo auch das machst, was für dich passt. Oder dass du auch für dich die, ich sag mal, Techniken nutzt, um dorthin zu kommen, wo du hin willst, die für dich auch passen. Vielleicht bist du gar kein Typ, der sich messbare Ziele setzt. Ich weiß es nicht. Na klar, es gibt wahrscheinlich zig Studien, die nachweisen, dass das Setzen von messbaren Zielen einen weiterbringt. Ja. Aber vielleicht sind für dich im Moment andere Dinge wichtiger. Es gibt viele, die sagen, ja, Vorsätze, gute Vorsätze. Mal irgendwo gelesen, gute Vorsätze sind, wie wurde es da genannt? Gute Vorsätze sind Ziellinien von einem 100-Meter-Lauf, für den nie der Startschuss gegeben wurde. Ja, mag man so ansehen können. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Leute, die mit diesen Vorsätzen arbeiten und es funktioniert. Was für dich funktioniert, was für dich das Richtige ist, kannst letztendlich auch nur du entscheiden. Ich merke bei mir einfach, ob es jetzt Ziele, Vorsätze, Aufgaben, was auch immer sind, mir hilft es, wenn ich manchmal auch so einen Impuls von außen bekomme. Klar, sehr viele Leute wissen,
was sie nicht wollen. Aber man stellt immer wieder fest, vielleicht bei dir oder auch im Gespräch mit deinem Umfeld schon festgestellt, was man genau möchte, das wissen deutlich weniger Leute. Und für mich ist es, wie gesagt, hilfreich, da auch ab und zu mal einen Impuls von außen zu bekommen. Mal eine andere Sichtweise. Vielleicht eine Frage, die ich mir selber so noch nicht gestellt habe. Oder vielleicht auch eine Information, die ich so noch nicht hatte. Um mir selbst dann wieder auch Klarheit zu verschaffen. Ja, das ist es. Was es genau ist, was passt, das liegt bei dir. Was wir dir anbieten können, wenn du das möchtest. Wir können dieser Impuls von außen sein. Wir laden dich herzlich ein zu einem kostenfreien Coaching, per Telefon, per Online-Konferenz. Es gibt ja da genügend Möglichkeiten heute. Indem wir mit dir gemeinsam schauen, wo stehst du, wo möchtest du hin, was sind gerade aktuelle Herausforderungen, die du zu lösen hast? Wie kannst du die vielleicht lösen? Und was können nächste Schritte auf deinem Weg sein? Das heißt, wir werden als Impuls von außen vielleicht auch unbequeme Fragen stellen, vielleicht auch Sichtweisen mal mit reinbringen, die du selber bisher noch nicht so, an die du dich noch nicht dran gewagt hast oder auf die du vielleicht auch selber noch nicht gekommen bist. Der Umberto hat mal gesagt, jeder Mensch arbeitet optimiert. Was heißt das? Was meint er damit? Keiner arbeitet bewusst schlecht, keiner macht bewusst Dinge schlecht. Das heißt, jeder arbeitet nach den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und nach seinen Möglichkeiten und nach den Möglichkeiten, die ihm die Situation im Moment bieten, optimiert. Und wenn man sich weiter optimieren möchte, braucht es immer einen Impuls von außen. Kann sein, dass das zum Beispiel ein YouTube-Video ist, wie dieses jetzt, was man sich anschaut. Kann sein, dass das ein Buch oder ein Hörbuch ist, was man sich reinzieht. Kann sein, dass es irgendein Seminar, Kurs, Kongress, was auch immer, eine Veranstaltung ist, die man, an der man teilnimmt. Oder auch Gespräche, Dialoge in der Familie, im Bekannten, im Freundeskreis, mit Partnern und so weiter. Es sind immer Impulse von außen, die uns weiterbringen. Manchmal holen wir uns die bewusst, manchmal werden die auch an uns herangetragen. Wenn du möchtest, dass wir dieser Impuls von außen mal für dich sein können, nutze die Möglichkeit. Unter dem Video findest du einen Link und sichere dir so ein kostenloses Coaching. Und dann mal schauen, was diese Impulse von außen vielleicht bei dir bewirken können. Wir von der Umberto Sachser Training wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg bei allem, was du anpackst.